Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Jahr jähren sich einige der dunkelsten Kapitel der jüngsten Menschheitsgeschichte, wie die Fraktion Die Linke sie in ihrem Antrag bezeichnet. Und eben diese Ereignisse werden uns unter Ziffer 1 des vorliegenden Antrages eindringlich in Erinnerung gerufen. So erinnert uns der Antrag beispielsweise an den ersten groß angelegten Chemiewaffenangriff der Geschichte. In den Abendstunden des 22. April 1915 setzte Deutschland im Rahmen der zweiten Flandernschlacht in der Nähe der belgischen Ortschaft Ypern zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte 180 Tonnen Chlorgas als moderne Massenvernichtungswaffe ein. 3.000 Menschen starben sofort, 7.000 überlebten schwer verätzt. In der Folge wurden während des Ersten Weltkrieges weitere 100.000 Soldaten durch den Einsatz von Giftgas getötet und 1,2 Millionen Soldaten verwundet. Am 6. und am 9. Mai 1945 wurden die Menschen in Hiroshima und Nagasaki Zeugen des verheerendsten Kampfmitteleinsatzes in der Kriegsgeschichte. Zum ersten und bislang einzigen Mal warfen Menschen Atombomben auf andere Menschen. Mehr als 200.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Wer noch an den Spätfolgen litt und daran zugrunde ging, das wird sich wahrscheinlich niemals umfassend ermitteln lassen. Weltweit wurden Hiroshima und Nagasaki zu Symbolen für die Schrecken des Krieges und vor allem für die Folgen eines möglichen Atomkrieges zu Zeiten des Kalten Krieges. Am 8. Mai 1945 endete mit dem Zweiten Weltkrieg nicht nur der bislang größte militärische Konflikt, sondern auch das bislang größte Massensterben in der Menschheitsgeschichte. Über 65 Millionen Menschen verloren ihr Leben und insofern ist es im Gegensatz zur Auffassung meiner Vorredner gut und richtig und wichtig, wenn wir uns heute und wenn wir uns immer wieder auch diese Ereignisse in Erinnerung rufen und eben nicht nur am Toten Sonntag der Opfer der Kriege als Mahnung für die Lebenden gedenken. Am 28. Oktober 2014 erinnerte unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einer nationalen Gedenkfeier des Königreichs Belgien an das große Leid, das Belgien im Ersten Weltkrieg erdulden musste. Die Kanzlerin bezeugte den Belgiern Respekt und dankte für die seither aufgebaute Freundschaft. Angela Merkel wertete die Gründung der Europäischen Union und die Entscheidung für deren Sitz in Brüssel als Beleg für aus der Geschichte gezogene Lehren und forderte, diese zivilisatorischen Errungenschaften zu würdigen, zu bewahren und für sie auch weltweit einzutreten. Und ich zitiere, dazu mahnen uns die Opfer der schrecklichen Kriege, nur so erweisen wir ihnen gebührend Ehre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der Fraktion Die Linke sehr verbunden, dass sie uns mit ihrem vorliegenden Antrag die Gelegenheit gibt, einzuhalten und der Opfer zu gedenken. Und auch an der Ziffer 3 des vorliegenden Antrages habe ich nichts herumzudeuteln. Schließlich, das hat der Kollege Müller dargestellt, handelt es sich dabei in etwas modifizierter Form um den Artikel 18a unserer Landesverfassung. Und sicherlich und zu Recht wird sich der ein oder andere fragen, was soll das? Aber angesichts immer wiederkehrender aktueller Ereignisse, die vom militärischen Konflikt in der Ukraine bis zur Hetze gegen oder gar Verfolgung von Flüchtlingen reichen, denke ich, ist es gut und richtig, regelmäßig auch an unsere verfassungsrechtlichen Grundlagen zu erinnern. An die Friedensverpflichtung und an die Gewaltfreiheit als Grundlage allen staatlichen Handelns, ebenso wie an das friedliche Zusammenleben der Völker. Und ich denke, jeglicher Umgang mit rassistischem oder extremistischem Gedankengut verlangt von uns täglich ein klares Bekenntnis zur Verfassung unseres Landes, zum Grundgesetz. Aus meiner Sicht wäre das Thema des Antrages ideal gewesen für eine Aktuelle Stunde. Aber die Fraktion Die Linke war heute nicht antragberechtigt. Es wäre auch ein guter
Und da bin ich bei dem Kollegen Müller. Es wäre ein guter gemeinsamer Antrag geworden und es wäre mit Sicherheit auch ein sehr interessanter Antrag und eine sehr interessante Debatte zu diesem gemeinsamen Antrag geworden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, daran, dass ich bisher die Ziffer 2 umschifft habe, können Sie bereits erkennen, dass ich damit das ein oder andere Problem habe. Um es kurz zu machen, meine sehr verehrten Damen und Herren der Linken, Sie erwarten doch nicht wirklich, dass der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hier in der Plenarsitzung Ihr Parteiprogramm abnickt. Denn um nichts anderes handelt es sich bei der Ziffer 2. Es ist zugegebenermaßen eine sehr knappe Zusammenfassung der Ziffer 6.4 Ihres Parteiprogramms, aber es ist Ihr Programm. Allerdings, Kollege Ritter, es geht weiter. Allerdings mit einer Ausnahme. Das ist Ihr Zitat, Vernunft ist das Einzige, was zählt. Aber auch dabei handelt es sich um den beliebtesten Satz prominenter linker Politiker des vergangenen Jahres, von Bodo Ramelow bis Bernd Ritzinger, jeder Politiker in der Linksfraktion, der deutschlandweit was auf sich hielt, hat diesen Satz im vergangenen Jahr geprägt. Und auch Peter Ritter. Auch Peter Ritter hat ihn im August letzten Jahres, allerdings nicht im Kontext mit der Ukraine-Krise, sondern mit dem Russlandtag verwendet. Und ich komme noch einmal zurück. Kollege Ritter, es freut mich immer wieder, dass Sie mir dort recht geben. Ja. Sehen Sie, ich lese Ihre Programmatik, Sie meine Vita, das gleicht sich aus, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Finde ich völlig in Ordnung. Aber, er meint, lieber Kollege Ringhut, er meint doch nicht die parteilichen Wurzeln, er meint die beruflichen Wurzeln. Und jeder von uns hier in diesem Saal hatte eine Vergangenheit. Da stehen wir zu, die leugnen wir nicht. Herr Suhr, nein, Sie nicht. Sie nicht, Sie hatten keine. Und weil der Kollege Müller vorhin das Thema interessante Debatte angeschnitten hat, einen haben wir da noch, und zwar, das ist das Prinzip der strukturellen Nicht-Angriffsfähigkeit. Ich meine, das war ja der doppelte Rittberger, der Linkspolitiker. Da habt ihr euch ja mal so ganz eiskalt bei den Sozialdemokraten bedient. Heinz Müller lacht. Heinz Müller kann sich noch prima an die Mitte der 80er Jahre erinnern. Und die Träume und Enttäuschungen der Sozialdemokraten, die in den 80ern noch mal so kurz die 50er aufgearbeitet haben. Wer das alles noch mal nachlesen will, ich darf das ja nicht hochhalten, dem empfehle ich die Zeit. Online vom 5. September 1986. Hochinteressant, die Ausführungen zu diesem Thema. Ja, wie schon dargestellt, hätte die Fraktion Die Linke das Thema im Rahmen einer Aktuellen Stunde behandelt, was ihr gut zu Gesicht gestanden hätte, dann hätten wir wahrscheinlich heute mit der Beschlussfassung kein Problem. So werden Sie wirklich nicht allen Ernstes erwarten, dass wir im Parteiprogramm zustimmen. Das, glaube ich, wird nicht der Fall sein. Und deswegen werden wir dem Antrag in der vorliegenden Form nicht zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Müller.